Shalom. Heute geht es um ein weiteres Prinzip im Reich Gottes, und zwar Reichtum im Reich Gottes. Ich darf hier die Unterlagen von meinem lieben Bruder Ralf Klöckner, auch von Strahlender Freude in Pforzheim, verwenden. Und das ist ein Knackpunkt für viele, ihr Lieben. Wisst ihr, in der Welt geht es um Raffen, im Reich Gottes geht es um Geben. Und da heißt es im Lukas-Evangelium 6,20, glückselige Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Aber es geht bei den Armen, geht es darum, diejenigen, die wissen, dass sie nichts besitzen, sondern Verwalter sind von allem. Ein Geschenk, anvertraut. Sie dürfen sich nicht dadurch identifizieren. Nicht unser Besitz soll unsere Identität bestimmen. Im Lukas 18,25, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt. Und da möchte ich noch dazu sagen, dass dieses Nadelöhr war ein Tor, ein Seitentor. Bei den großen Stadttoren, bei der Stadtmauer. Und wenn am Abend das große Tor geschlossen wurde, dann blieb nur die kleine Tür offen oder halt noch zum Durchgehen. Für eine zu spät kommende Karawane gab es nur noch einen Ausweg, das Kamel völlig zu entladen und auf den Knien durch das kleine Tor zu schieben. Das muss wohl sehr kompliziert gewesen sein, falls es überhaupt machbar war. Auch die Pforte ins Reich Gottes ist kein großes Tor, sondern eher eng und klein. Davon lesen wir in Matthäus 7,14. Man kann das nicht mitnehmen, sondern es heißt, man kann da nichts mitnehmen, sondern es heißt, lass alles zurück. Lege alles am Kreuz Jesu ab und geh hinein ins ewige Leben mit nichts, an dem du dich festhältst. Paulus hat es uns vorgelebt, wie er es für sich praktiziert hat, indem er sagt, ich habe alles für Verlust erachtet, um Christus zu gewinnen. Davon lesen wir in Philipper 3, 8 und 9. Das heißt, dass er seine ganze Erfüllung und Lebensfreude in Christus sucht und findet. Das lässt er dann jeden Gläubigen wissen. Wir haben nichts in die Welt gebracht, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ja, wisst ihr, das sind andere Denkmuster. In Markus, lesen wir zuerst Lukas 18, 18 bis 30, da heißt es, die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Er fragt, und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmel haben und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wisst ihr, Reichtum ist kein Problem, aber wie steht mein Herz zu diesem Reichtum? Ist es meine Identität oder kann ich jederzeit alles loslassen? Ich habe Gott sei Dank eine Mutter gehabt, die mich gelehrt hat zu geben, bis es wehtut. Ja, dann möchte ich noch eine andere Sätze mit euch lesen, und zwar Markus 10, 23 weg. Na, schauen wir auch von 17 weg schon.
Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote und so weiter haben wir damit erzählt. Eines fehlt dir, geh hin und verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu den Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Da gibt er wieder das eine Beispiel mit dem Kamel. Ihr Lieben, wenn wir unsere Identität in dem suchen, was wir besitzen oder nicht besitzen, in dem, was wir können oder nicht können, in dem, zu wem wir gehören oder nicht gehören, haben wir auf das falsche Fundament gebaut. Jesus will unser Fundament sein. Jesus will das Zentrum sein. Und da sagt er dann noch zu dem: Folge mir, folge mir. Ihr Lieben, was wir vor dem Eingang zum ewigen Leben einmal abgelegt haben, können und brauchen wir nicht mehr zurückholen. Es reicht ein völliges Vertrauen auf Jesus, den Blick voll auf ihn gerichtet, der sagt: Folge mir, ich werde dir Leben im Überfluss geben. Er ist die Hoffnung für eine erlebnisreiche und sichere Zukunft. Ja, Jesus nimmt die Verantwortung für das Leben, das Auskommen und das Wohlbefinden eines jeden seiner Jünger auf sich. Er beschreibt sich als den guten Hirten, dem das Wohlergehen seiner Schafe tief am Herzen liegt. Und nach dem Weggang des reichen Jünglings hat Jesus eine wunderbare Antwort für die von Fragen gezeichneten Jünger. Wer um sein und des Reiches Gottes willen verlässt, der will es vielfach wieder empfangen. Wer einmal alles verlassen hat, hat nicht mehr die Erwartung für eine Rückerstattung in derselben Form. Im Gegenteil, er öffnet sich für neue Wege des Segens, frische und vielfältige Arten der Lebensfreude, die aus dem Geist Gottes und seinen kreativen Liebesformen fließen. Zudem steht er als Jünger Jesu in einer neuen Position im Glauben, einer Erwartungshaltung, die nicht nach schnellen Lösungen fragt, sondern Gottes perfektes Timing erwartet. Ja, ich kann euch nur sagen, kommt nach Afrika und ich werde euch zeigen, was Gott tun kann, wenn wir alles um seines Namens willen verlassen. Mir ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Und eine Freude, und da war eine Situation in meinem Leben, nachdem mein Mann heimgegangen war, habe ich eine Woche mit Fasten und Beten verbracht und wollte vom Herrn gern wissen, was meine Zukunft, wie er sich meine Zukunft vorstellt. Und nach 3 Tagen fragt mich der Herr: Maria, bist du bereit, alles zu verkaufen, zu verschenken und mit 2 Koffern dorthin zu gehen, wo ich dich hinschicken werde? Ihr Lieben, ich habe gekämpft und sagt: Herr, was denken meine Mitmenschen? Ich glaube, ich bin Verstand verloren. Dann hat er gesagt: Maria, das soll nicht dein Problem sein. Und nach einigen Stunden des richtigen Kampfes mit mir selbst habe ich gesagt: Herr, ich bin bereit, alles zu verkaufen, zu verschenken und mit 2 Koffern dorthin zu gehen, wo du mich hinschickst. Und zu meiner großen Überraschung hörte ich, dass der Herr zu mir sofort sagt: Jetzt kann ich dir noch viel mehr anvertrauen. Und ich komme aus dem Staunen nicht heraus, was er mir alles anvertraut und welche Menschen er mir dazu gibt, die mir helfen, das Anvertraute zu verwalten. Das ist eine wahre Freude. Ja, also wahrer Reichtum. Ihr Lieben, jetzt haben wir den richtigen Anfang, um in das Thema Reichtum einzusteigen. Denn Reichtum hat einen Trugschluss. Er ist nicht befriedigend, was die Welt jedoch meint. Deshalb gibt der Hebräerbrief eine Warnung: Seid nicht geldgierig, davon lesen wir
ja, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und dich von dir weichen. Halleluja! Welch eine Verheißung! Der Trick ist, sich genügen lassen. Das beschreibt Paulus folgendermaßen. Die Göttlichkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und verstricken sich in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Davon lesen wir in 1. Timotheus 6, 6 bis 10. Reichtum steckt verborgen in der Tugend der Genügsamkeit, die das Gegenteil von Geldgier ist. Ich sage immer, Geld ist ein entsetzlich schlechter Meister, aber ein fantastischer Diener. Und jetzt, ihr Lieben, Genügsamkeit ist eine Haltung der Dankbarkeit für das, was man hat. Man nimmt es aus der Hand Gottes im Vertrauen, dass es gut und genug ist, um damit auszukommen an. Ja, noch mehr, dass man sogar bereit ist, es zu teilen. Im Hebräerbrief 13 führt uns der Vers 15 bis 16 zum Thema Opfer, so wie es Gott gefällt. Es beginnt mit dem Opfer der Lippen, nämlich Lobpreis und Danksagung. Man betrachtet die Größe Gottes, seinen Reichtum und seine liebevolle Versorgung, die er aus Gnade, aber auch als Hingabe zu seinen Kindern tut. Matthäus Evangelium 6, 33, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wenn wir diesen reichen und gebenden Gott anbeten, geht sein Wesen auf uns über. Dann werden wir nichts anderes als auch Geber werden, die gerne Gutes tun und mit anderen teilen. Die richtige Einstellung zum Reichtum. Gott gibt seinen Kindern reichlich, wie ein Vater auch nur sorgen kann. Davon lesen wir im 1. Petrus 5, 7. Wir dürfen täglich mit der Erwartung leben, dass er uns gemäß unserer Nöte gibt, was wir brauchen. So sagt Petrus, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Im 2. Petrus 1, 3. Wir können also alles gerne genießen und wenn wir mehr haben, brauchen wir uns nicht schämen, sondern gerne empfangen und gerne teilen. Paulus gibt einen eindeutigen Hinweis für Gläubige, denen es finanziell gut geht, dass sie nicht stolz sein und nicht hoffen auf den unsichtbaren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, um es zu genießen. Ihr Lieben, ich könnte die ganze Welt nicht mehr genießen, wenn sie auf dem Papier mir gehören würde. Ich genieße die Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge, die herrlichen Landschaften in Europa, in Afrika, die wunderbaren Tiere, allein die Schmetterlinge und Blumen. Ja, ihr Lieben. Aber wir sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. In 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Materielle Güter sind gut, sie sind da, um sie zu genießen und anderen damit zu helfen. Das ist eine sehr positive Einstellung zu Reichtum, die dazu beiträgt und hilft, dass das Werk des Herrn keinen finanziellen Mangel hat. Es ist eine absolute Gnade, die Gott mir gegeben hat, aber alles, was er mir sagt, als Auftrag zu tun, das tut er auch. Dazu gibt er die Finanzen. Das fängt er an, das vollendet er, dazu gibt er mir die Ideen, die Leute, die zeigt mir die richtigen Standorte für alles. Und ich bin begeistert. Gott möchte, dass wir diese Welt verschönern. Wo immer du bist, soll ein Stück Reich Gottes entstehen. Ich liebe es zu pflanzen, Bäume und wunderschöne blühende Büsche, aber auch Bäume, die viele gute Früchte bringen, auch solche, die gut riechen, auch solche, die gut ausschauen. Ja, wer ist wirklich reich? Wie oben zitiert will Gott, dass wir reich an guten Werken sind. Das Tun von guten Werken ist ein Ausdruck von Zufriedenheit, gesegnet sein und eine Dankeshaltung an Gott für seine Gnade. Wer zufrieden ist, der gibt auch gerne. Jesus sagt, umsonst habt ihr empfangen,
umsonst gebt. In Matthäus 10, 8 lesen wir davon. Mit anderen Worten, geben ist seliger als nehmen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 20, 35. Warum liebt Gott gerade den fröhlichen Geber? Gott sucht nach Menschen, denen er seinen Reichtum anvertrauen kann. Und zwar so wie Samen, der vom Bauer aufs Land gesät werden soll, damit er Frucht bringt. Von lesen wir in 2. Korinther 9, 10. Er vertraut seine Güter denen an, die es verstehen, sie sinnvoll so einzusetzen, dass Vermehrung stattfinden kann, anstatt alles für sich selbst zu verbrauchen. Gib und du wirst empfangen. Und jeden Tag hat Gott für dich Gelegenheiten zu geben. Zuerst einmal dich selbst, an den Herrn Jesus Christus. Liefere dich aus mit allem. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, deiner Familie. Mit allem, was du bist und hast und kannst. Liefere dich ihm aus. Schenk dich ihm. Und dann den ganzen Tag, wisst ihr, viel geben besteht auch wirklich nur aus guten Worten. Wie viel können wir Menschen aufbauen, wenn wir sie ermutigen, wenn wir ihnen Gutes zusprechen, wenn wir ihnen prophetisch Hoffnung geben für ihre Zukunft. Als Petrus mit Johannes vor dem Lahmen stand, der vor dem Tempelhof gebettelt hatte, machten sie eine tiefgründige Aussage. Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Hier bat jemand um Hilfe und Menschen, die kein Geld übrig hatten, zeigten ihre Bereitschaft, das zu geben, was sie hatte. Das ist wahrer Reichtum. Wer bereit ist zu geben und zu helfen, der ist reich. Wer das Geben aufgrund der vielen Ausgaben, Verpflichtungen und anderen Ausreden verweigert, egal wie reich er sein mag, der ist es, der in Wirklichkeit arm ist. Arm. Ja, das Prinzip der Vermehrung, ihr Lieben. Teilen, teilen. Und da finde ich diese wunderbare Geschichte, wo Jesus Brot und Fisch vermehrt und einmal 4.000, andermal 5.000 Männer, die Frauen wurden gar nicht mitgezählt, die Kinder auch nicht, gespeist hat damit. Mit ein paar Fischen und ein paar Stückchen Brot. Aber sie mussten geteilt werden, geteilt werden, geteilt werden. Das Geheimnis lag im Brechen, im Teilen des Vorhandenen. Ja, das wurde sogar zu einem Merkmal des Meisters, durch das ihn die Emmaus-Jünger nach der Auferstehung wieder erkannten. Teilen ist ein göttliches Prinzip, das Vermehrung zur Folge hat. Auch beim Abendmahl wird das Brot gebrochen, geteilt. Ihr Lieben, ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir erkennen, dass das Teilen der Sinn unseres Lebens ist. Denn was wir verschenken, das kommt vielfach zurück, vielfach. Dann investieren. Darüber hinaus lädt uns Jesus auch in die Welt des Handelns ein und erklärt durch das Gleichnis von den Talenten, dass er von seinen Dienern eine Vermehrung erwartet. Alles, was uns von ihm anvertraut ist, soll nicht nur gut erhalten bleiben, nein, es soll eingesetzt werden, benutzt werden, investiert werden, damit es sich vermehren kann und ein Vielfältiges desgleichen produziert. Wir sollen also als aktive Verwalter Gottes für ihn auch zum Profit arbeiten. Das schließt auch ohne Zweifel Güter ein, die sich durch Investition und Handel vermehren oder wenigstens durch die Anlage auf der Bank Zinsen erwerben. Der Profit gehört dem Herrn, so wie auch die Ernte dem Herrn gehört. Jedoch die Belohnung bleibt nie aus. Und dann, ihr Lieben, wird das, was wir tun, auch den Wert steigern. Jedoch auch der Wert der Arbeit sowie Einsatz von Zeit und Ideen sind von dem Herrn willkommen. Er hat es uns in der Schöpfung vorgemacht und erwartet von uns als seinem Ebenbild ein ähnliches Verhalten. Durch solchen Einsatz gewinnen die Dinge, die uns gegeben sind, eine Wertsteigerung statt eines Wertverfalls. Auch das ist dem Herrn ein Wohlgeruch, der die Rohmaterialien geschaffen hat und Menschen die Weisheit schenkt, sie auf Hochglanz zu bringen. Ja, in Matthäus Evangelium 6,33 sagt er ja, suchet zuerst. Und was zuerst ist, gehört zuerst. Mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen.
So, wofür arbeiten wir? Paulus geht wieder zum guten Beispiel voran. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Sache annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn. Geben ist seliger als nehmen. Wir könnten die Ziele für unseren Verdienst bzw. für unsere Ausgaben sein, wenn wir uns vornehmen, auch mit unserem Geld nach dem Reich Gottes zu trachten. Ja, ihr Lieben, die persönlichen Bedürfnisse. Der Herr sagt, ich will alle deine Bedürfnisse befriedigen, gemäß meiner Armut, gemäß meines Reichtums in Herrlichkeit. Bedürfnisse der Familie. Ich stehe auf dem Wort, das sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus wird gerettet werden. Und gerettet auf allen Ebenen, ihr Lieben. Dann die Notleidenden. Ein gerechter Lebensstil zeigt sich an den Taten der Barmherzigkeit für Menschen in Not und für Leidende. Im Epheser 4,28 lesen wir, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Ja, ich habe jahrelang gebetet, weil meine Familie sehr besorgt war um meine Zukunft. Mein Vater wollte mir nicht einmal ein Erbe geben, weil er gesagt hat, ich verschenke nur alles. Da habe ich jahrelang gebetet, Herr, segne mich so sehr, dass meine Familie zugeben muss, dass ich einem wunderbaren Gott diene. Und segne mich, dass ich ein gewaltiger Segen werden kann. Und Gott tut es. Und Gott tut es. Und er wird es auch in deinem Leben tun. Ihr Lieben, besonders sollen wir bedacht sein, das Reich Gottes zu bauen. Und dort zu investieren, was wir den Armen schenken, ihr Lieben, das leihen wir Gott. Das steht in Sprüche. Was du den Armen schenkst, das leihen wir Gott. Und jetzt ist eine Zeit, nicht zu horten. Deine Leben bald wird das Bargeld nichts mehr wert sein. Investiert in das Reich Gottes. Investiert, bis es wehtut. Ja, also, wer sich gesegnet weiß vom Herrn, wird nicht mehr nach Segen fragen. Und wer sich versorgt fühlt, wird nicht mehr Versorgung suchen. Meine Tochter, die ist so eine Geberin geworden und jedes Mal schenkt sie. Und wenn ich aus Einwände, sagt sie, Mama, der liebe Gott schenkt mir doch wieder was Besseres zurück. Und da freue ich mich jedes Mal über ihre Einstellung. Werdet herzhafte Geber. Und zwar so, wie der Heilige Geist es vorbereitet hat jeden Tag. Manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es ein lieber Brief, manchmal ist es ein Telefonat, manchmal ist es eine Einladung zum Kaffee. Manchmal ist es ein Geschenk, manchmal ist es eine Hilfeleistung, manchmal ist es eine Ermutigung. Ihr Lieben, geben hat nicht nur mit Geld zu tun, aber beim Geld zeigt sich es am besten. Und vor allem, wisst ihr, wenn wir einmal anfangen, Geber zu werden, wie Gott es will, 10% von allem gehört Gott. Gib Gott die 10% und dann wird er dir zeigen, wie er die Schleusen des Himmels öffnet. Und dich segnet, dass du gar nicht mehr weißt, was du tun kannst. Ich habe es erlebt und ich erlebe es. Shalom, Shalom.